schon, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Hey. Mit dabei ist heute. Was? Was machen wir jetzt überhaupt? Ja, wir machen jetzt. Bruder, kann ich vielleicht meine Anmoderation machen? Also, ja, mach. Also, Leute, wir bauen heute gemeinsam New York. Mit dabei ist heute Kidmate. Was geht? Was geht? Ja, Digga, du hast gar keine Ahnung, was wir tun, oder? Also, erstmal, Leute, willkommen zum ersten Video aus dem Kreativmodus. Ich dachte mir, ich habe mir heute einen alten Profi geholt. Leider hatte Valve keine Zeit, deshalb ist Kidmate jetzt mit dabei. Lol. Yay, danke. Wir werden jetzt gemeinsam hier im Kreativmodus eine richtig fette Stadt bauen, die später auch als Map genutzt werden kann. Und ich würde sagen, Bruder, Ahmed, erklär mir mal ganz kurz, was ich hier machen muss. Also, wir haben halt hier auf I, haben wir alle Sachen so drauf, dies, das, ne? Ja. Und wir brauchen da wirklich erstmal so eine Art Park in der Mitte. Weißt du, was ich meine? Weil New York hat ja den Central Park so in der Mitte, du weißt, ne? Ja, dann also haben wir hier schon mal den Mittelpunkt quasi, weißt du? Alter, krasser Central Park. Ey, du hast Fallschaden noch an. Ja, und? Ist das mein oder dein Problem? Unendlich Munition, Spitzhackenschaden an Gebäuden, Standard, sofort. Machen wir mal sofort, das ist ganz gut. Fallschaden aus. Perfekt. Das Ding in der Mitte kotzt mich todes an, oder? Das ist doch sauhässlich hier. Das muss auf jeden Fall direkt weg. Also das ja, können wir direkt hier mal one-hitten, Alter, weg damit. Komm, braucht kein Mensch. So, ich würde sagen, hier müssen auf jeden Fall erstmal ein paar Bäume hin oder sowas. Oh, ich muss das dann einmal hier hinten hinstellen und dann quasi kopieren, ne? Ja. Oh. Pass mal auf, den Bruder kopieren wir jetzt mal ganz kurz. Dann machen wir in die Mitte erstmal so richtig schöne Hecken. Wenn ich das jetzt hinstelle, wie sieht das aus? Das ist nicht am Boden so wirklich, ne? Gut, nehmen wir keine Hecken, ist egal. Machen wir hier was anderes in die Mitte. Machen wir einfach so ein paar Büsche dahin. So, Digga, dann brauchen wir erstmal ein Set Straßen. Das wird nämlich jetzt richtig eklig, weil wir müssen nämlich jetzt hier Straßen ziehen, Leute. Und das dauert auf jeden Fall. Bruder, sag, dass du Bock hast, wirklich. Sag einfach ganz kurz, dass du Bock hast. Ich hab richtig Bock. Korrekt, ja. Korrekt, wirklich. Also das Prinzip an sich ist echt relativ simpel eigentlich. Thomas meinte zu mir, ja, du brauchst ein bisschen, bis du das verstehst. Ich nur so, Thomas, ich glaube nicht. Ja, an der Stelle Grüße gehen raus an dich, du Volltrottel. So schwer ist das hier nicht. Dass wir quasi das so als Mittelpunkt nehmen und hier schon mal überall Straßen so machen. Weißt du, wir haben ja in New York, ist ja Blockbebauung, ne? Das ist ja alles immer so voll geradlinig und so, du weißt. Und dann würde ich halt sagen, dass wir das auf jeden Fall schon mal hier so irgendwie hinmachen. Dass wir hier schon mal überall Straßen einziehen. Ja, Alter, ich bin mal gespannt, wie lange das hier dauern wird. Was denn? Guck mal. Was willst du? Guck. Was ist das? Guck doch. Was sind das? Für in die Mitte? Bruder, das ist komplett schief. Guck mal, wie das aussieht. Ja! Guck mal, wie das aussieht, Junge. Junge. So, guck mal. Das ist so richtig schlecht, einfach so komplett schief. Junge, arabische Baustelle ist immer schief. Ist das so? Ja. Das tut mir leid dann für dich, wirklich. Warte, ich mach mal hier Bürgersteig hin. Aber die Idee ist ja nicht schlecht, kann man ja nicht anders sagen. Also ich glaube, Leute, dass wir auf jeden Fall New York nicht an einem Tag errichten werden, weil... Nicht? Also, ja, also Bruder, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Hast du Hobbys, Freunde oder so? Eigentlich nicht. Ja, gut. Bei mir sieht das dann halt anders aus. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen erledigen. Aber ich würde sagen, wir checken das hier trotzdem mal aus und probieren einfach mal ein bisschen rum, oder Kollege? Machen wir einfach mal. Wir haben ein Problem. Was denn? Guck mal, wenn ich jetzt was baue, ja. Straße weg. Ja, setz die Straße einfach wieder hin. Nice. Geht das nicht? Dann ist Bürgersteig weg. Hä? Da muss da ein anderes Ding hin, da muss da was anderes hin, glaube ich. Ich würde sowieso erstmal sagen, warte mal, wir machen erstmal eh hier überall diesen Boden hier hin. Ah, das geht ja auch nicht. Jetzt sieht das beschissen aus. Oh, nein, ich habe den gelöscht! Mach Fallschaden aus! Hab ich doch schon! Nein! Doch! Boah, Leute, das ist echt schwieriger, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ihr dacht, wir bauen jetzt kurz eine Aufnahme, ganz kurz in New York, oder was? Ja. An der Stelle Grüße gehen raus an dich, du Volltrottel. So schwer ist das hier nicht. Genau, genau. Tatsächlich. Guck mal, das ist doch genau das, was wir brauchen. Ah, das hast du ja schon. Wo? Hä? Ja, ist ja genau das Richtige. Guck mal, ist ja genau das Richtige jetzt. Ja, okay, ja, dann können wir. Ja, ist doch entspannt. Schreib mich doch nicht so an, Junge. Junge, ich war ein Wunschkind. Du warst ein Wunschkind? Ja. Das glaube ich an der Stelle einfach mal nicht. Pass auf, ich würde sagen, ich baue mein Haus und du baust mein Haus. Okay, wir machen eine kleine Hausbau-Weltmeisterschaft, ja? Dies, das. Ja, okay. So, ich denke mal, du kriegst das auch ganz gut hin. Bist du ein kreativer Junge oder nicht? Geht so. Okay, wann hast du das letzte Mal was Kreativmodus? Junge, hör doch auf, Alter. Mit diesem wann hast du das letzte Mal was Kreatives in deinem Leben gemacht, sei ehrlich? Gestern. Kann man sich nicht mehrere Sachen jetzt im Inventar ziehen? Nee, ja. Nicht. Das heißt, ich muss immer hin und her fliegen. Ja. Fortnite, ich glaube, das ist noch nicht so gut durchdacht hier irgendwie. Also irgendwie, also ich weiß ja nicht. Wenn tatsächlich die Map mit diesem Tool gebaut worden ist, dann tun mir die Leute, die Map gebaut haben, einfach nur leid, wirklich. Kann man nicht anders sagen. Kann man einfach nicht anders sagen an der Stelle. Also schon echt eigentlich eine geile Sache. Man kann schon geilen Spaß damit machen, glaube ich, ne? Geht. Man kann schon echt... Was machst du da hinten, du... Ich baue Straßen. Junge, was ist das? Mach mal anständig, Mann. Wie sieht das aus? Junge, richtig dumm. Ich baue Straßen. Alles komplett falsch einfach. So richtig dumm einfach. Mann, ich baue Straßen. Einfach alles falsch gemacht, der Kerl. So.
Killer, Alter, Killer, kann man nicht anders sagen. Ich würde mir sowas, kennst du noch von, hast du früher Minecraft gespielt? Ja, Cyber, oder? Ja, ja. Kennst du World Edit? Ja. Bruder, würde ich mir so wünschen, ne? Junge, das war so. Stell dir mal vor, du könntest einfach so Sachen so kopieren, dies, das. Aber wer weiß, Leute, wer weiß, wo der Kreativmodus noch hingeht, so. Das ist auf jeden Fall echt, also ich meine, es geht schon mal in eine richtig gute Richtung, so. Und ich denke mal, die werden sich bewusst bei Minecraft sehr viele Sachen abgeguckt haben. Selbst der Name ist bei Minecraft. Ja, ja. Also, du hast recht. So, ja, stimmt eigentlich so. Ja. Komplett, aber wirklich. Ist ja auch Kreativmodus. Fortnite einfach mad dreist gewesen an der Stelle. Juckt sie gar nicht einfach. Und Microsoft so, ja, was sollen wir machen? Ach, egal. Ja. Stell dir mal vor, die müssen gegen Epic Games klagen. Ja, ciao, Leben, Alter. Das wäre schon belastend, glaube ich. Ja, okay. Moment, Microsoft ist eh faul. Ja, stimmt. Ich habe auch das Gefühl, das wäre denen alles egal irgendwie. Mein Haus sieht auf... Boah, ich habe richtig Bock darauf. Das macht so Spaß, Alter. Unglaublich, Mann. Unglaublich, dass die das reingebracht haben. Ist das geil, Alter, wirklich. Wie wieder Zeitdruck und Spielwiese. Ist so. 4 Stunden haben wir Zeit, Leute. Guck mal, 4 Stunden haben wir Zeit. Thomas kann 4 Stunden Videos schneiden. Mir egal, ganz ehrlich. Mir einfach auch egal. Kann ich nicht anders sagen. Was willst du da bauen? Das ist ein... Was ist das? Balkon ist das. Wo ist denn das Balkon? Siehst du das nicht, dass es ein Balkon ist? Nein, das ist so ein Ding für außen. Guck ja, mal. Für ein Dach. Nein, so. Hättest du das nicht einen Film, wo die immer so am Rand entlang laufen? Ja, fürs Dach, aber das kann doch auch hier sein einfach. Ja. Ja, was? Ja, kann es. Ja, dann machen wir das auch. Dann mache ich das ganze Haus einfach rum. Dann mach das. Ja, ich mach's jetzt auch einfach, ist mir auch egal, was du sagst. No. Boah, Alter, ist das geil, Mann. So krank, ich liebe diesen Modus. Oh mein Gott. Hä, wie geil ist das bitte? Meine Stimme geht sogar weg. Ich war gestern Abend nicht feiern, wirklich, Leute. Ich bin ehrlich mit euch. Mhm. bitte keine Videos, bitte. Wir reden nicht drüber, ja? Das ist schon echt geil, muss man einfach sagen. Also, da lohnt sich der Battle Pass auf jeden Fall. Leute, wenn ihr den Battle Pass kauft, Support a Creator kennt ihr sicherlich. Revinzeit. Bitte? Was? Revinzeit, danke. So. Ganz ehrlich, Leute, so sieht ein Haus aus. Und wer das anders sagt, der hat keine Ahnung, wie ein Haus aussieht. Fertig. Bruder, dein Haus hat wenig Fenster, oder? Ja. Muss das so sein? Willst du so? Also. Ja. Warum? Gegen Einbrecher. Ach so, meinst du aber in New York gibt's Häuser mit so. Also, ja? Ja, Häuser, die schlecht belüftet sind. Was ist denn dieser belegte Speicher da unten? Was heißt das? Das ist der Speicher. Von der ganzen Map. Ja. Hä, mehr kann ich nicht machen. Nee, aber das reicht, Junge. Bei meiner Map Team Room, Digga, da haben wir auch gerade mal 60.000 oder so. Ey, Digga, Wahnsinn, Alter. Unglaublich, was dieser junge Mann hier wieder rauszaubert. Man kann es nicht anders sagen. Das ist einfach wirklich nur legendär hier, oder? Ey, das ist, also ganz ehrlich, Leute, es wird auf jeden Fall lange Zeit brauchen, bis ich das Ding hier gemastert habe, weil das wirklich echt kompliziert ist. So schwer ist das hier nicht. Und ich denke mal nicht, dass wir komplett New York in einer, also das dauert ja schon ziemlich lange. Aber es ist nicht schlimm, weil solange es halt so Bock macht, wie es gerade Spaß macht, kann es von mir jetzt genauso bleiben. Ich finde es einfach nur unfassbar fucking krank, dass es diesen Modus hier gibt, wirklich. Kann man einfach nur sagen, dass es heftig ist. Also, ich finde einfach, die Möglichkeit zu haben, hier einfach alles zu bauen, was man will, das ist schon wirklich was Besonderes. Oder findest du nicht? Hä, mein Flugzeug fliegt immer noch da oben rum. Gut. Okay. Du bist wieder komplett woanders. Junge, lass mich in Ruhe, Mann. Ich wollte gleich mit dir aufnehmen. Warum? Weil ich gerade so aufgestanden bin. Dein Haus sieht echt ein Schatten aus, Bruder. Weiß. Aber da müssen Fenster noch rein, oder? Eins. Eins, sagt er. Da kommt ein Fenster rein, Junge. Die armen Bewohner einfach. Da ist ein Fenster drin. Ja, die haben halt Pech gehabt, ne? Das kommt da, wenn man in so einer Billigimmobilie wohnt. Wollte ich gerade sagen, sollte ich mehr bezahlen. Ja, ist halt so. Wenn die halt so wenig Miete machen, ganz ehrlich, selber schuld, oder? Kann man nicht anders sagen. Das Schöne ist, dass der Vive auch gar nicht die Möglichkeit hat, das zu spielen, weil der im Urlaub ist. Ja, stimmt. Das finde ich richtig gut. Hab den auch schon ausgelacht. Junge, der verpasst so viel einfach. Wenn gleich beide Häuser fertig sind und wir alles hier von der Map mal so ein bisschen weg-erased haben und vielleicht schon hingehen und das Ganze so ein wenig einrichten und so weiter und so fort, dann kann das auf jeden Fall nur geil werden. Ich möchte so eine richtig kranke Stadt einfach bauen. Und Leute, ihr wisst, dass wenn ich irgendwann mal anfange, irgendwas zu bauen, es darf nicht Standard werden. Das muss einfach krass werden. So, ich muss jetzt erstmal ein bisschen klarkommen. Das erste Haus, was ich hier mache, so, ich bin zufrieden. Das wird auch auf jeden Fall in der Stadt stehen bleiben. Das ist jetzt nicht das Krasseste so. Ich muss mich erstmal ein bisschen reinfinden. Aber mit der Zeit, glaube ich, kann das einfach ein echt geiles Projekt hier werden. Bruder, du brauchst ein paar Fenster in deinem Haus, ja? Mach mal bitte. Nö. Da ist nur ein Fenster drin. Was ist denn das, Alter? Ja, das ist extra. Nein, mach mal bitte Fenster rein. Du kannst doch nicht so wohnen. Was ist denn das? Das soll stinken. Warum? Die armen Leute. Warum? Was haben sie dir getan? Das soll stinken, sagt er. Unglaublich, was ich hier wieder mitmachen muss. Also im Großen und Ganzen bin ich damit auch schon ganz schön zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Hier, wie gesagt, dann würde ich gerne diese dünnen hinmachen noch ganz kurz. Dann müssen diese anderen hin. Das sind nämlich die hier. So. Ey, also ganz ehrlich, für mein erstes Haus muss ich ganz ehrlich sagen, ich find's tight so. Ich mag's, wirklich. Sieht einfach aus wie ein Haus, was so in New York stehen könnte. Junge, bist du behindert? Was ist das hier? Ist ein Jump'n'Run. Mach mal weg jetzt. Oh, Thomas, tut mir leid, Alter. Warum? Weil wir schon eine Stunde aufnehmen. Ja, selber schuld. Ahmed, ich bin ehrlich, ich hab mit deinem Haus ein paar Sachen kaputt gemacht. Ja, ist in Ordnung. Bin ich gewohnt.
Also ich muss einfach nur sagen, Dicking, ist dein Ernst? Wir nehmen gerade auf. Oh, sorry. Dicking, hi. Dicking raus. Dicking raus. Okay, sorry, Bro. Dicking, bye. Also, Ahmed, dein Haus. Ja? Ja, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Da sind halt ein paar wenig Fenster drin, ne? Junge, es geht um die Inneneinrichtung. Ja, aber brauchen die nicht die Fenster, die Leute da vielleicht? Meinst du wirklich? Ich glaube schon, ja. Also ich glaube schon, dass Fenster für sehr viele Leute auf jeden Fall eine Rolle spielen, ja. Alter, was es hier alles an Deko gibt, Leute. Unglaublich. Einfach nur unglaublich, wirklich. Ist das besser so? Ahmed. Ja? Halt dein Maul. Was ist das? Hammer. Was ist das denn hier? Ich würde das gerne hier in die Wand machen, aber es passiert nicht. Ahmeds Haus hat immer noch sehr wenig Fenster. Wir stellen noch einfach Junge, rein. Was denn? Lass meine Fenster in Ruhe. Ja, ich sag ja nur, Ahmed, also nochmal, zum Wohnen ist das nicht optimal, ne? Ja, hier hast du Fenster. Ja, entspann dich doch mal, Bruder. Du oh mein Gott, also, wie gesagt, Kreativmodus in Fortnite, krank geile Sache. Ich finde das Haus auf jeden Fall richtig, richtig sexy. Ich glaube, dass hier noch die eine oder andere kranke Sache entstehen wird. Spätestens, wenn wir halt unsere Stadt hier durchziehen tatsächlich und das hier wirklich machen, dann kann das nichts mehr halten. Komplett New York, einmal Fortnite nachbauen, Leute. Beginn einer großen Projektreihe. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Videos davon sehen wollt, auch gerne mal ohne Ahmed. Nein, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ahmed wird auf jeden Fall, wenn er da Zeit und Lust hat, jetzt auch öfters dabei sein. Also, wenn er, ja, wenn du da... Oh, alles klar. Wenn du mich nicht mehr mobst wegen meinem Fenstern. Ja, okay, Bruder. Ahmed macht doch zwischendurch noch Baukurs, dies, das, und dann wird er das auch lernen. Der Busch hier fliegt einfach Luft, ich kann ihn nicht entfernen, es tut mir leid für den armen jungen Mann. So, also, Leute, im Großen und Ganzen, wir haben auf jeden Fall heute einiges geschafft. Noch nicht alles, aber schon mal einen Anfang gewagt und ich glaube, das ist der Grundstein für New York. Das erste Haus steht. Ahmed, ja? Hör auf. Hör auf, okay? Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.